Presse berichten wir von der Demonstration, die am 19. Februar in Nürnberg stattfand, anlässlich des rechtsradikalen Attentats vor 3 Jahren in Hanau. Hunderte Menschen sind zur Demo zusammengekommen, um der Opfer des Anschlags zu gedenken und ein starkes Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Wir haben unter anderem mit der Veranstalterin von der Demo gesprochen. Ziel war es, eine klare Botschaft zu senden. Heute jährt sich der rechtsterroristische Anschlag von Hanau zum 3. Mal. Ich stehe hier mit der Anmelderin und sie stellt sich jetzt einmal vor. Mein Name ist Aleph Bahadir, ich bin Vorstandsmitglied von DDF Jugend Nürnberg und wir haben zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen die Demo heute veranstaltet. Mein Name ist Claudia Hammerbacher, ich bin 26 Jahre alt und jetzt seit 2,5 Jahren Sprecherin der Grünen Jugend Nürnberg. Mein Name ist Mutassem Al-Rifai, ich bin Mitglied im Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung. Was sind die Ziele der heutigen Demonstration? Dass wir wollen, dass die Menschen nicht vergessen werden, also die Opfer von rechten Terror geworden sind, ganz speziell jetzt in Hanau. Was motiviert dich oder euch, an dieser Demo hier teilzunehmen? Für die Jugendpartei sehr wichtig, dass wir endlich generell in einer gerechten, gleichberechtigten Gesellschaft leben. Dass Rassismus kein Teil unserer Gesellschaft ist, dass wir den internalisierten Rassismus aus uns rausbekommen, dass wir einfach alle gleich und fair und gleichberechtigt leben können. Du hast es gerade schon erwähnt, internalisierter Rassismus. Was versteht man darunter? Internalisiert bedeutet quasi, dass wir Gedanken aufgenommen haben, die in der Gesellschaft verbreitet sind. Wir denken manchmal Dinge, die eine rassistische Konnotation haben, die wir uns aber gar nicht bewusst sind, dass es die hat. Dass wir den Menschen immer und immer wieder das Ausmaß rechten Terrors vor Augen führen, die Namen und die Geschichten der Opfer niemals vergessen lassen. Wir fordern lückenlose Aufklärung und Konsequenzen, kein Vergeben und kein Vergessen. Welche Fragen sind denn im Zusammenhang mit dem Anschlag an Hanau noch offen? Also es gibt relativ viele. Also es ist erwiesen zum Beispiel, dass es Anrufe beim Notdienst der Polizei gab und die wurden nicht angenommen. Gleichzeitig stehen einige SEK-Beamte der Polizei, die an diesem Tag in Hanau im Einsatz waren, im Zusammenhang mit rechten Gruppen. Auch wie der Täter an die Waffen gekommen ist, obwohl er auffällig war. Also es gibt sehr, sehr viele Fragen, die noch ungeklärt sind. Für wie gefährlich hältst du Rassismus für unsere Gesellschaft? Das ist natürlich sehr gefährlich, besonders wenn wir bemerken, dass Menschen aufgrund von Rassismus sterben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzt. Und ich sage es immer, Rassismus fängt da an, wo unsere Perspektiven und Erfahrungen unterdrückt und ignoriert werden. Der rechte Terror ist die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das müssen alle auch wissen. Wo kann man sich gegen Rassismus hier engagieren? Es gibt viele NGOs, in denen man sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen kann. Sie leisten Antirassismusarbeit. In Nürnberg zum Beispiel gibt es den Verein We Integrate. Oder es gibt auch Vereine wie Amnesty International. Es waren ganz viele verschiedene Gruppen, die aktiv sind gegen Rechts und gegen Rassismus. Ich bin von der DDF-Jugend. Bei uns kann man gerne folgen auf Instagram oder unsere Homepage www.jungestimme.de besuchen. Am 21. März, am Internationalen Tag gegen Rassismus, gibt es eine Kundgebung von den gleichen Veranstaltern.